Entwickle deine Figuren. Beherrsche das Zentrum. Das sind so Leitlinien, Faustregeln, die jeder von uns lernt, wenn er mit Schach beginnt. Und jeder von uns ist bis zum Ende seiner Schachlaufbahn gut beraten, diesen Leitlinien zu folgen, weil man nichts falsch machen kann, wenn man sich daran hält. Die richtig starken Spieler, die erkennen Momente, in denen eine Ausnahme vor ihnen auf dem Brett steht und in denen sie gezielt davon abweichen sollte. Und einer von diesen richtig guten Spielern ist einer, von denen ich auf eine Weise Schach gelernt habe, Rustem Dautov. Der wird den wenigsten von euch was sagen. Der war aber mal sehr, sehr stark. Der ist immer noch sehr, sehr stark. Langjähriger deutscher Nationalspieler, Top 50 Spieler. Und ich habe früher, als ich mal versucht habe, im Schach gut zu werden, habe ich so religiös seine Partien verfolgt, weil die immer strategisch ganz klar sind und immer sehr schön die Ideen durchschieden. Und der hat auch so ein bisschen eine publizistische Ader, der hat häufig seine Partien kommentiert. Und jede von Rustem Dautov kommentierte Partie, die ich in die Finger kriegen konnte, die habe ich studiert, weil einfach immer unheimlich viel zu lernen ist. Und er spielt immer noch. Der geht mittlerweile auf die 60. Hat gerade wieder die 2600 überschritten, mit 56 oder 57 ist die Nummer 10 in Deutschland. Allein daran kann man sehen, was das für eine Hausnummer ist und wie viel Substanz dahinter steckt. Und er war jetzt gerade am Wochenende in der Bundesliga wieder aktiv. Für die Schachfreunde Deizisau. Da habe ich natürlich zugeguckt, weil in Deizisau, da spielen Vincent Keimer und Matthias Blühbaum. Und da habe ich geschaut, ob vielleicht auch für diesen Kanal eine Partie bei rumkommt und wie das bei denen läuft. Denn die kämpfen ja auch nebenbei noch um den Nummer 1 Platz in der deutschen Elo-Liste. Aber die Partie in dem Mannschaftskampf der Deizisauer am Samstag, die mich am meisten beeindruckt hat, die hat nicht Vincent Keimer gespielt und nicht Matthias Blühbaum, die hat Rustem Dautov gespielt, nämlich diese. Die ist ganz, ganz stark. Und hier sehen wir eine Stellung, in der, ja, wahrscheinlich ihr und ich auch, in der wir uns von den Prinzipien, die wir so kennen, den Faustregeln und Leitlinien, in denen wir uns davon leiten lassen würden. Und dann werden wir ganz stolz, weil wir haben alle Figuren entwickelt. Wir beherrschen das Zentrum als Weißer. Was fehlt noch? Der König muss in Sicherheit. Und die allermeisten Spieler, auch starke Großmeister, diese Stellung gab es schon ein paar Mal, die würden hier rochieren, den König in Sicherheit bringen und sich dann überlegen, wie es weitergeht. Nicht so Rustem Dautov. Der hat hier G4 gespielt. Und hat beschlossen, ich brauche keine Königssicherheit. Meine Stellung ist gut genug, sofort loszurennen. Und mein König kann in der Mitte bleiben. Vielleicht rochiere ich ihn mal irgendwo hin, aber Königssicherheit ist hier nicht der entscheidende Faktor, wie es in 99% solcher Fälle sein würde. Schwarz macht Läufer G6 und normalerweise, wenn man A sagt, dann muss man ja auch B sagen, ne? Und hier H4 liegt schon in der Luft. Das ist natürlich die Idee, 4H5 den schwarzen Läufer abklemmen. Aber wenn Weiß hier sofort Läufer H4 spielt, dann kommt Läufer B4. Und Schwarz kriegt ein bisschen Gegenspiel. Weiß steht dann immer noch besser, aber Läufer B4 sorgt dafür, dass Schwarz zumindest noch ein bisschen mitmischt. Und der Rustem Dautov, der hat sich hier wieder von dem Schemazug gelöst. Und hat dann hier A3 eingestreut und hat eben erst dieses Läufer B4 verhindert und dann hat er erst losgelegt. Und es sollten nur noch 10 Züge vor vergehen und dann war Schwarz schon matt. Eine fantastische Partie. Unheimlich lehrreich. Und darum wollte ich euch die heute zeigen. Wir gucken uns die natürlich von Anfang an, aber ich wollte mit dieser Stellung anfangen, wo jeder normale Schachspieler rochieren würde, nicht viel Zeit reinstecken, ganz schematisch rochieren, was ja auch ein guter Zug ist, aber man kann halt einen noch besseren Zug machen und Rustem Dautov hat den hier gespielt. Hat auch eine interessante Geschichte, dieser Rustem Dautov, der stammt aus Russland, wie man seinem Namen entnehmen kann, der war in der Roten Armee und war in der Roten Armee in Deutschland stationiert und ist dann hier geblieben, ist Anfang der 90er dann Deutscher geworden, hat dann auch sofort für die deutsche Nationalmannschaft gespielt, hat dann eine Zeit lang mit Schach aufgehört, weil da war dann Poker eine Goldgrube und Rustem Dautov war eine Zeit lang Pokerprofi, aber natürlich, wen einmal das Schach gepackt hat, den lässt das Schach nicht mehr los und zumindest in der Bundesliga ist er immer zu sehen für seine Deizisauer und ich kann nur jedem empfehlen, der
der Schach lernt und der irgendeinen Spieler sucht, dem man folgt und dessen Partien man studiert, das sollte man ja grundsätzlich machen, dass man sich so 1, 2, 3 Vorbilder sucht, deren Partien man wirklich genau anguckt, wo einem die Eröffnungen gefallen, wo einem der Stil gefällt. Bei mir war das früher Rustem Dautov und ich kann das bis heute empfehlen, sich Rustem Dautov Partien auch noch von heute, aber auch die aus den 90ern und 2000ern rauszupicken und zu studieren. Die sind sehenswert und lehrreich und der war bärenstark. Also der hatte nach Elo, sein bester Elo war irgendwo 2640 oder so. Das klingt jetzt aus heutiger Perspektive gar nicht so doll, aber wir reden halt hier über die 1990er. Damit war man da in den Top 50 der Welt. Ja, am Samstag spielte er gegen Jirawat Virzbicki und ich muss gestehen, den kenne ich nicht. Aber man sieht, 19 oder 20 Elo 2158, habe ich mal geguckt, der war auch schon auf 2200, also ein, sagen wir mal, ein Talent. Natürlich ein sehr, sehr starker Spieler, aber nicht ganz Großmeister-Level. Und jetzt gucken wir mal an, wie der Jirawat Virzbicki von Rustem Dautov eine Lehrstunde bekommen hat, aus der er bestimmt auch einiges mitgenommen hat. Der hat natürlich die Partie verloren, aber der wird an Erfahrung und an Wissen einiges gewonnen haben. Und ich wünsche mir für ihn, dass sich hinterher der Rustem Dautov auch noch Zeit genommen hat und sich mit ihm hingesetzt hat und die Partie analysiert hat, wie man das ja eigentlich macht nach einer Turnierpartie. Denn dann, das ist dann natürlich eine Riesenchance für so junge Spieler, dann auch wirklich ein bisschen Wissen aufzusorgen und so mal aufzusaugen und ein bisschen von dem zu profitieren, was da an Substanz auf der anderen Seite des Brettes ist. Aber jetzt habe ich genug geschwärmt. Wir sind schon bei 7 Minuten. Gehen wir in die Partie. D4, D5, C4, DC. Angenommenes Damenkampit. Springer F3, Springer F6, E3, Läufer G4. Ist schon ein bisschen eine Nebenvariante. Natürlich bietet es sich an, den schwarzfeldrigen Läufer rauszubringen. Es hat aber auch eine Schattenseite. Wir beginnen damit, dass hier erstmal eine konkrete taktische Drohung auf dem Brett ist. Schwarz muss hier ein bisschen aufpassen. Wenn Schwarz nichts macht, dann schlägt es schon ein. Läufer schlägt F7 droht. Ganz wichtiges Motiv, taktisches Motiv, auf das jeder Schachspieler schon mal reingefallen ist. Wenn Schwarz hier nichts macht, machen wir mal nichts. Und dann kommt Läufer schlägt F7. Und nach König schlägt F7. Springer E5 Schach. Hat weißen Bauern gewonnen und die schwarze Königstellung zerstört und ist schon ganz nah am Gewinn. Insofern muss nach Läufer schlecht C4 E6 kommen, nach Läufer G4. Läufer C4 muss E6 kommen, damit ist dieses Läufer F7 Motiv aus der Stellung. Springer C3. Weiß wird natürlich mittelfristig hier vorgehen und sich das perfekte Bauernzentrum bauen. Wird auch diesen Läufer mal befragen, der einerseits entwickelt, andererseits auch ein bisschen exponiert ist. Normaler Zug, den man hier spielen könnte, wäre C5 als Schwarzer. Und direkt das weiße Zentrum angreifen. Könnte auch seine Entwicklung mit Springer D7 oder mit Läufer E7 erstmal weiter treiben. Den Zug, den Virzbicki hier spielt, der ist auch, den hat es auch schon oft gegeben, der ist so ein bisschen ein Nebenweg und also mir ist der nicht so richtig geheuer. Aber gut, den haben auch schon Großmeister gespielt, also das ist hier noch Theorie, aber das ist schon keine richtig gute Theorie für Schwarz mehr. Ich glaube, dass Schwarz hier schon wirklich sich schon ein Stückchen vom Ausgleich entfernt hat. Springer C6 ist natürlich im Sinne des Prinzips, wir entwickeln unsere Figuren, ein vernünftiger Zug, aber es blockiert halt den C-Bauern, der ja eigentlich gerne das weiße Zentrum ganz thematisch mal anhebeln und befragen möchte. Springer C6 versteift sich darauf, dass Schwarz E5 wird durchsetzen können. Aber wenn er das nicht kann, dann steht der Springer auf C6 halt nicht so toll. Dautov greift ihn an und fesselt dann gleich mal den Springer auf C6, sodass Schwarz sich an dieser Stelle hüten wird, E5 zu spielen, denn der Springer C6 kann er nicht zurücknehmen, er entwickelt eine Figur und es geht weiter um das Feld E5. Jetzt hier diese Fesselung mit Dame A4 zu versuchen auszunutzen,
das wäre nicht gut, denn Schwarz kann dann auf F3 zwischennehmen. Die weiße Struktur ist problematisch und dann ist es für Schwarz am besten, direkt rauszurochieren und hier diesen Bauern zu opfern. Wenn Weiß dann den Bauern auch noch nehmen will, dann hat er zu der Integrität seiner Struktur, das ist so ein bisschen, das wollte ich so eigentlich nicht sagen, mir fällt gerade nichts anderes ein, dann hat er zu der Integrität seiner Struktur dann auch noch das Läuferpaar gegeben und das ist den Bauern wert. Schwarz kann jetzt hier direkt E5 spielen, Schwarz kann auch erst auf der B-Linie spielen. Schwarz ist gut entwickelt, dieser ist ein Problemkind, wohin soll der weiße König gehen? Schwarz steht hier okay, hat Kompensation für diesen Bauern. Also diese Dame A4, das ist es eher nicht. Ein anderer thematischer Zug ist jetzt, sich im Zentrum auszubreiten. Was den Läufer C1 potenziell auch schon freie Bahn macht und was konkret E5 droht mit Gabel. Figuren gewinnen, da muss Schwarz aufpassen. Schwarz spielt hier Springer D7. Und jetzt weiter vorzumarschieren, sei es mit E5 oder mit D5. Das bringt für Weiß nicht so richtig viel. Nach E5 würde Schwarz nur das Feld D5 besetzen können. Nach D5 ist das Feld E5 schwach. Da kann sich hier ein schwarzer Springer einpflanzen. Dem Weißen geht dann die Kontrolle verloren, wenn er hier schon vorprescht mit seinen Bauern, die ja sehr viele schöne Felder beherrschen. Weiß sollte erstmal sich an seine Leitlinien halten und seine Entwicklung weiter vorantreiben. Das macht Rustem Dadow auch und spielt Läufer E3. Schwarz rochiert. Ja, und hier ist halt diese Stelle, wo die weiße Rochade auch im Zug ist. Also man kann hier natürlich rochieren und kann man als Weißer auch immer noch argumentieren. Ich stehe ein bisschen besser, ne? Ich hab Zentrum, ich habe Läuferpaar. Aber der viel stärkere Weg ist halt der, hier zu merken, wenn ich mich von meinen Schemen löse, kann ich das noch viel, viel stärker spielen. G4. Okay, der Läufer hängt. H4, H5 ist die weiße Idee. Aber wir hatten es eben schon gesehen, wenn wir direkt H4 spielen, macht Schwarz Läufer B4, bekommt ein bisschen Gegenspiel. Darum erstmal A3. H6. Und hier ist schon die dritte Stelle, an der der Weiße nicht irgendwelchen Schemen folgt, sondern ganz klar sieht, was der beste Weg ist. Man könnte hier ja als Weißer denken, okay, dann mache ich dir, wenn du meinen Läufer schon befragst, dann mache ich dir jetzt deine Struktur kaputt. Aber Schwarz wird hier zu C5 kommen und seinen isolierten Doppelbauern auflösen und Weiß hat seinen weißfeldrigen Läufer aufgegeben. Und natürlich, Weiß kann hier H4 machen und steht wahrscheinlich immer noch besser. Aber dies hier ist nicht wirklich eine Schwäche, weil Schwarz sie auflöst. Der bessere Weg ist, Material auf dem Brett zu halten, was ja auch den Finger darauf legt, dass dieser Springer C6 eigentlich eine ganz traurige Figur ist. Wir sprachen schon drüber, ne? Der blockiert den C-Bauern, den Schwarz eigentlich ziehen will. Der hat nicht so richtig eine Perspektive. Das Einzige, was er tut, er hilft, dem Schwarzen E5 durchzusetzen. Und das muss Schwarz nun irgendwann machen. Wenn er denn nicht vollständig überrollt werden will. Irgendwo muss er mal seinen Hebel, seinen Vorstoß ansetzen. Und Schwarz spielt dann hier auch das thematische E5. D5. Jetzt muss es kommen. Jetzt ist das Feld E5 ja von einem schwarzen Bauern sozusagen besetzt. Und Schwarz hat es nicht für eigene Figuren, wie es eben der Fall gewesen wäre, als ich gesagt habe, bevor Schwarz E5 gespielt hatte. Da hatte ich gesagt, D5 wäre noch nicht so gut, weil da wäre dieser Springer nach E5 gegangen. Das geht nun nicht mehr und er muss sich nun überlegen, wohin er geht und stellt fest, es gibt kein so richtig gutes Feld. Schwarz spielt hier nach A7, das ist mit einer ganz klaren Idee verbunden. Der Springer soll nach D6 gehen. Der Läufer D6, den hat sich der Schwarze jetzt ja quasi zwischen seinen Bauern eingesperrt. Das ist ein Großbauer, wie ich so gerne sage. Der Läufer D6 soll sich nach hier aktivieren und der Springer C8 soll dann hier als Blockadefigur
diesen Springer, diesen Bauern D5 sozusagen aufhalten und schon gegen E4 Druck machen. Das wäre das Idealfeld für den Springer. Man sieht nur hier an den Pfeilen, dafür braucht der Schwarze noch 3 Züge und diese Zeit wird er schon nicht mehr bekommen. H4. Jetzt droht H5 mit Läuferfang. Also braucht der Läufer ein Rückzugsfeld. Da ist er schon. H5, Läufer E8, G5. Und der Dautov spielt das in einer Klarheit. Das ist wirklich fantastisch. Ne? Nachdem er erst dem Schwarzen sozusagen das Gegenspiel genommen hat, geht er jetzt einfach in aller Konsequenz vor und sagt, mein König steht auf E1 und ich kümmere mich nicht drum, weil dem kann der Schwarze ja eh nichts anhaben. Und hier ist der richtige Weg, einfach mich direkt auf die schwarze Königsstellung zu stürzen. Und Schwarz kann auch nicht so richtig was dagegen machen. Also jetzt auf G5 zu nehmen, ja, ich meine, wir sind schon in der Stellung, in der schon alles nicht mehr so toll ist, aber hier ist es halt auch der Fall. Springer G5, der möchte sich schon gerne nach E6 reinstellen. Und da würde der jetzt schon Material gewinnen, da droht eine Gabel. Und Schwarz kann natürlich dieses Feld einmal kontrollieren, aber Weiß hat halt auch noch seinen Weißfeldringläufer sehr schlau auf dem Brett gehalten. Wir sehen jetzt, was diese Konstellation wert ist. Ne, anstatt hier eben zu tauschen auf C6, den Springer, der da steht, ist dieser Springer jetzt im Abseits gelandet, während der Läufer E2 plötzlich auf der anderen Seite des Brettes einzugreifen droht und das schwache weiße Feld da entdeckt. Das war sehr schlau, den auf dem Brett zu halten. Das ist hier nochmal illustriert. Also F schlecht G. Guter Rat ist teuer, aber F schlecht G ist offensichtlich nicht so toll. Der Schwarze träumt ja davon, seinen Springer nach D6 zu kriegen und spielt darum Springer C8 und lässt es einfach so stehen am Königsflügel. Rustem Dautov marschiert weiter. G6. Okay. Natürlich muss es das schwarze Anliegen sein, Linien geschlossen zu halten am Königsflügel. Da dürfen hier keine Linien aufgehen. Dann geht es sofort dem schwarzen König an den Kragen. Und man könnte sagen, ja Rustem, was machst du denn, wenn jetzt schwarz H6 spielt? Ist denn dann nicht hier alles blockiert? Und da werden nie Linien aufgehen und du kommst an den König nicht ran und der weiße Vormarsch war vergeblich? Ja, das ist leider nicht der Fall. Das Problem ist, dass dieses H6, das ist eine Schwäche. Wenn jetzt Weiß 2-3 Züge hintereinander machen würde, dann würde Weiß hier einfach Dame D2 spielen und auf H6 rausprügeln und schon gewinnen. Aber das ist das, Weiß ist nun nicht zweimal hintereinander dran oder dreimal, darum geht das nicht. Aber das ist die Idee, die dem zugrunde liegt und die H6 hier auch zu einem kritischen bis schlechten Zug macht. Ganz konkret würde jetzt Dame D2 oder auch Dame C1, wäre das hier noch nicht so richtig gut. Denn Schwarz kann dann Springer C5 spielen. Und wenn Weiß dann auf H6 nimmt, hat Schwarz noch Springer B3. Und dann kann die Dame sich nicht auf dieser Diagonale halten. Also wenn Weiß Dame E3 spielt, kommt Läufer C5. Insofern muss die Dame dann hier weg und Schwarz nimmt auf A1. Und Weiß hat immer noch Vorteil, aber er hat hier nicht unmittelbar, er kriegt die Dame hier nicht sofort rein. Dieses Läufer H6 gewinnt nicht sofort. Also Schwarz kann diesen ganz reinen Plan von Weiß auf H6 rauszunehmen, dann mit der Dame auf H6 einzudringen und matt zu setzen, den kann Schwarz noch ein bisschen verhindern. Darum wäre nach H6 noch stärker, Springer H4 zu spielen. Denn diese Idee, Dame D2 und auf H6 rausnehmen, die läuft ja nicht weg. Schwarz kriegt ja seine Puppen hier nicht rüber, das ist ja alles zugebaut. Schwarz kann das nicht verteidigen. Und darum kann Weiß noch stärker spielen. Er spielt Springer H4, er macht Läufer G4, besetzt das Feld F5, maximiert den Druck auf diese Konstruktion und dann wird irgendwann Dame C1 und Läufer schlecht H6 kommen. Und es wird aus sein. So wird das gehen. Also die Maschine sagt schon, ich mache diese ganzen Pfeile hier weg, die Maschine sagt schon, mit Springer H4, die Idee, sich auf F5 einzupflanzen, die ist so stark, dass wenn Schwarz hier überleben will, dann sollte er schon den Bauern F5 geben und dann den Turm noch hinterher geben und Material opfern, um erstmal überhaupt nicht sofort
ja nicht matt gesetzt, aber nicht sofort in einen vernichtenden Angriff zu geraten. So stark ist das weiße Spiel. Und das ist der Grund, die Schwäche dieses Bauern H6 und die Möglichkeit hier zu opfern. Und es muss gar nicht sofort sein, sondern man hat alle Zeit der Welt und kann sich auch erst maximal verstärken, bevor man hier reinprügelt. Das ist der Grund, warum der Hierawatt-Wirtsbeke hier nicht H6 spielt, obwohl man auf den ersten Blick meinen könnte, ja, aber das hält doch alle Linien zu. Nee, hält es nicht so richtig. Ja, das wird auf Dauer verlieren, aber was sonst? Ich hätte eigentlich gedacht, dass hier Läufer C5 vielleicht der Weg ist. Die Idee soll ja auch Springer D6 sein. Aber auch das hilft nicht so richtig. Ne? Diesen einen Figurenabtausch, den kann der Schwarze ganz gut ab. Also jetzt darf Schwarz nicht H6 spielen, weil jetzt ist Weiß ja schon richtig hingestellt. Dann kommt sofort Läufer H6 und Weiß gewinnt. Und insofern versucht sich Schwarz zu entlasten. Und dann ist es natürlich wichtig für Weiß, hier einmal zwischenzunehmen. Denn wenn wir jetzt Dame E3 spielen, dann kommt wirklich H6. Denn dann haben wir keinen schwarzfeldigen Läufer mehr, der sich auf H6 opfern kann. Insofern nimmt Weiß hier einmal zwischen. Und Schwarz, ja, König H8, König H7, ist relativ egal. Kommen wir gleich nochmal zu diesem Motiv. Und dann nimmt Weiß raus. 0-0-0. Der Turm fährt hier rüber und alles ist gegen den schwarzen König aufgestellt und Schwarz kriegt weiterhin seine Puppen nicht hier rüber und Weiß ist ganz, ganz nah am Gewinn. Also so Läufer C5 war noch so meine Idee, die schwarze Stellung zu retten. Aber als ich sie mir dann etwas genauer angeschaut habe, bin ich zum Schluss gekommen, nee, auch so rettet man die schwarze Stellung nicht. Läufer C5 würde jedenfalls auch besser in das passen, was der Schwarze bisher gespielt hat, denn wir erinnern uns, er hatte ja seinen Springer nach A7 zurückgefahren, um ihn über C8 nach D6 zu kriegen, was auch ein gutes Feld wäre. Und darum könnte man mit Läufer C5 das Feld D6 räumen und versuchen, sich per Figurentausch zu entlasten. Also der sähe für mich ein bisschen schlüssiger aus, dieser Zug, Läufer C5. Schwarz entscheidet sich hier für Springer E7, versucht Kräfte rüberzuführen und sich den G6-Bauern mal ein bisschen genauer anzugucken. Der schlägt hier auf H7 raus und hier kann man streiten. Das ist ja ein ganz bekanntes Motiv, das wir auf diesem Kanal auch schon häufig hatten, dass wenn der Weiße auf H7 rausnimmt, dann spielen wir König H8 und benutzen sozusagen den H7-Bauern als Schutz für unseren König, der dem Weißen die H-Linie blockiert. Das in ganz vielen Stellungen kommt das vor, dass man so einen Königsangriff eine Zeit lang ausbremst, indem man den weißen vorgepreschten Bauern als Schutz benutzt, der die Linie blockiert. Das wäre hier auch eine Idee gewesen. Wahrscheinlich keine, die den Schwarzen rettet. Denn Schwarz spielt Springer H4 und wir kennen das schon. Dann kommt der Läufer hier rein. Und hier ist ein Feld und hier ist ein Feld und da wird sich der Weiße über den König hermachen. Früher oder später wird er mit H6 weiter öffnen, Kräfte ranführen und gewinnen. König H8 war hier eine Alternative. Wirtsbeke nimmt auf H7. Okay, und Rustem Dautov zeigt uns jetzt die nächste Phase. Er hat jetzt den Königsflügel geöffnet, den schwarzen König ein bisschen ins Freie getrieben. Er hat auch eine Konstellation geschaffen, in der Schwarz überhaupt keine Kräfte hier rüber kriegt, um den König zu verteidigen. Aber noch hat Weiß auch keine Kräfte da. Darum Schritt 2, die weißen Figuren müssen möglichst schnell gegen den schwarzen König aufgestellt werden. Und jetzt guckt euch mal an, was in den nächsten 3 Zügen passiert. Springer H4, das Motiv kennen wir schon. Na, hier sind die Löcher. Und Springer H4 räumt dem Läufer die Bahn. Und nicht nur das, Schwarz versucht, einen Turm auf die H-Linie zu fahren. Räumt nicht nur dem Läufer die Bahn, sondern der Läufer räumt auch der Dame die Bahn. Läufer D7. Schwarz möchte sich entlasten, möchte hier dieses Ärgernis auf den weißen Feldern loswerden. Ja, und was macht Weiß, nachdem er vor 10 Zügen sich von seinem Schema gelöst hat und gesagt hat, nee, ich muss nicht rochieren, ich renne erstmal am Königsflügel los und wir sehen, wie goldrichtig das war, anhand dessen, was dann am Königsflügel passiert ist. Jetzt rochiert er. Und zwar lang. Mit der Idee, den auch noch ins Spiel zu kriegen und den König so ein bisschen da wegzufahren,
gar nicht mal so sehr, dass der in Sicherheit steht, Schwarz kann nichts machen, aber dass der den eigenen Leuten nicht im Weg rumsteht. Dame C8, Turm DG1. Ja, und jetzt guckt euch das an. Der steht hier ganz alleine und Weiß hat alles aufgefahren. Ignorieren wir mal den Springer C3. Hat alles aufgefahren gegen den schwarzen König. Das ist wirklich ein Triumph der weißen Strategie. Läufer G4. Natürlich wäre Dame schlecht G4 hier schrecklich. Dame schlecht G4, Damen tauschen, dann ist plötzlich der Angriff vorbei und Schwarz lebt wieder. Turm G4 ist der Zug. Turm G4 und jetzt, nachdem der Schritt alles gegen den schwarzen König vollzogen ist, kommt der nächste Schritt. Es muss H6 kommen, es muss hier noch die H-Linie aufgehen, gefolgt von Matt. Springer D7. Schwarz macht halt Züge. 6, Turm E8 vielleicht. Träumt er davon, mit seinem König hier irgendwie rauszulaufen. Aber das funktioniert alles nicht mehr. Es ist auch schon Makulatur, weil die Stellung ist aus. Das ist hier ganz egal. Schwarz hat diverse Züge, die er machen kann und die helfen ihm aber alle nicht, weil einfach die weiße Übermacht gegen den schwarzen König, die ist zu stark. Aber man muss es halt noch durchziehen und das macht der Rustin Dautov hier auch. Jetzt ist die Zeit gekommen für H6. Das wird die H-Linie öffnen. Aber Moment, hängt denn hier nicht ein Springer? Kann man den denn nicht wegnehmen? Schwarz nimmt ihn. H schlecht G Schach. König G7. Und jetzt zeigt sich, dass der Rustin Dautov eben auch ein sehr, sehr starker Taktiker ist. Ich meine, ist klar, 2600 Großmeister, der hat in seinem Leben viele, viele Taktikaufgaben gelöst und Taktik trainiert und dieses Figurenopfer auf G6, das war mit der Idee verbunden, hier auf G6 rauszunehmen. Und Schwarz gab auf, denn Schwarz wird matt gesetzt. Gucken wir uns noch schnell an, wie. Erstmal, was passiert, wenn Schwarz den Turm nimmt? Dann hat Schwarz ja für den Moment einen Turm mehr, aber das rettet ihn leider nicht, denn er wird jetzt matt. Da war 5, König G7. Da war H7, König F8. Läufer H6 matt. Und aus die Maus. Ja, und wenn er den Turm nicht nimmt, kann er ja noch über, weiß ich nicht, kann mit seinem König weggehen. Turm H7, noch ein Turmopfer. König F8, Läufer H6 matt, kennen wir schon. Und wenn er den nimmt, ist Dame F5 matt. Ja, König F7 kann er noch was versuchen, König F8 kann er noch versuchen. Nach König F8. Ja, kann sich's Weiß aussuchen. Er kann zum Beispiel Turm H7 spielen. Was dann wieder mit der Idee Läufer H6 verbunden ist. Das Einzige, was Schwarz machen kann, ist Turm E7. Mit der Idee auf Läufer H6 König E8 zu spielen. Aber das verliert nicht nur die Dame, das verliert den König. Turm G8, Springer F8. Turm F8. König D7 und Weiß nimmt nicht die Dame, was natürlich auch gewinnen würde, aber Dame F5 ist matt. Ja, also Musterpartie. Mich hat die sehr, 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 sehr begeistert. Ich hatte angefangen bei Keimer, Blühbaum zu gucken, was machen sie denn? Und letztlich habe ich dann doch Rustem Dautov, meinem alten Vorbild, zugeguckt und war sehr, sehr angetan von dieser Themapartie, aus der man, glaube ich, sehr viel lernen kann. Und das ist eben nicht die einzige Partie von Rustem Dautov, aus der man viel lernen kann. Also geht mal in die Lichess-Datenbank oder in irgendeine andere Schachdatenbank und sucht nach alten Dautov-Partien. Vielleicht fliegen im Internet auch irgendwo noch kommentierte Dautov-Partien rum. Es lohnt sich. Das Spiel von dem ist von einer großen Klarheit. Der ist riesig stark bis heute. Ist wieder über 2600, das ist hier eine alte Elo-Zahl, ist gerade wieder auf 2601 geklettert.
wenn ihr einen Spieler sucht, dem ihr folgen wollt, oder einen Spieler aus der Vergangenheit, dem ihr folgen wollt, meine Empfehlung, Rustem Dautov. Und das Tolle ist, er spielt immer noch und er spielt solche Partien. Ganz, ganz stark. Das kriegt natürlich den Perlenstempel und ist für mich die Bundesliga-Partie des Samstags gewesen. Und es gab einige tolle, einige bemerkenswerte. Aber das war die, die mich am meisten beeindruckt hat. Und die wollte ich euch natürlich zeigen. Ja, heute ist Sonntag, es ist wieder Bundesliga. Ich könnte mir vorstellen, dass noch die ein oder andere Partie auf diesem Kanal kommt, denn da sind natürlich Weltklasse-Leute am Werk und die besten deutschen Spieler auch. Und da wird ganz tolles Schach gespielt. Mal schauen, ihr werdet es sehen. Und wir sehen und hören uns bald auf diesem Kanal. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Ade.